Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Mass Effect. Und wir befinden uns immer noch auf Pharos, haben ja jetzt sozusagen die Kolonie gerettet vor den Turianer und jetzt könnte man natürlich noch die Aufgaben hier lösen. Ich bin aber eigentlich dafür, dass wir weitergehen und in der Geschichte weitermachen. Deswegen. Haben Sie meinen Computer in den Ruinen gefunden? Klar, wir haben deine Daten gefunden. Ich habe die Daten gefunden und auf die USD übertragen. Das sind wirklich gute Neuigkeiten. Vielen Dank. Kein Problem. Ich war sowieso da und es war das Mindeste, was ich tun konnte. Ich weiß das zu schätzen. Hier, das haben Sie sich verdient. Ja. Nochmals vielen Dank, Commander. Oh, guck mal, gibt Kohle. Oh ja, das ist doch gut. Gut, die eine Aufgabe wird nicht gelöst. Könnte man natürlich machen, aber ich glaube, wir gehen jetzt einfach zum Raumschiff zurück. Jo. Was ist der? So. Also man könnte jetzt mit den ganzen reden, das wieder herstellen, aber das machen wir jetzt einfach nicht. Ich finde, wir gehen jetzt einfach zurück. In welche Richtung war denn das nochmal? Ist hier links? Ich habe keine Ahnung mehr, wo wir hin müssen. Aber ich meine, es war hier runter. Ach nein, hier geht's runter in die Tunnel, wo wir dieses Wasserding da in Gang bringen konnten, ne? Entweder, oder wir machen das. Können wir natürlich auch machen. Wir können direkt im Raumschiff kommen, oder? Würde ich jetzt besser finden, damit wir einfach mal weiterkommen. Da ist die Normandy. Wir wollen ja eher Dings aufhalten, ne? Saren. Bereithalten, Landungstrupp. Dekontamination aktiv. Commander? Sie wirken so blass. Leiden Sie unter den Nachwirkungen der Dechiffrierung? Die Dechiffrierung hat mich mitgenommen. Ich kann Ihnen vielleicht helfen. Ich besitze große Fachkenntnisse über die Proteaner. Wenn ich jetzt unser beider Bewusstsein verbinden würde, können wir vielleicht einige Bilder deuten. Nur zu. Tun Sie es, aber beeilen Sie sich. Wir haben nicht viel Zeit. Entspannen Sie sich, Commander. Umarmen Sie die Ewigkeit. Ich kann da leider gar nichts deuten. Es ist ein Notruf. Eine Nachricht, die durch das Proteanische Reich gesendet wurde. Eine Warnung vor den Reapern. Aber die Warnung kam zu spät. Noch was? Was ist mit der Röhre? Es gab noch andere Bilder, Orte. Orte, die ich von meiner Forschung her kenne. Eilos. Die Röhre ist auf Eilos. Deswegen musste Saren das Mu-Portal finden. Das ist der einzige Weg, um nach Eilos zu gelangen. Dann los! Wir müssen nach Eilos. Keine Chance. Das Mu-Portal befindet sich mitten im Terminus-System. Allianzschiffe sind dort nicht willkommen. Spectres allerdings auch nicht. Wir haben keine Wahl. Die Röhre ist auf Eilos. Dorthin ist Saren unterwegs. Und dort werde ich auf ihn warten. Sarens ganze Flotte wird im Orbit von Eilos warten. Ohne Verstärkung kommen sie niemals auf die Oberfläche. Sie müssen den Rat alarmieren. Wir brauchen eine Flotte, um... Oh, tut mir leid. Diese Verbindung ist sehr anstrengend. Ich sollte mich auf die Krankenstation begeben und mich etwas hinlegen. Dr. Chakwas sollte Sie besser untersuchen. Das ist nicht nötig. Ich brauche nur etwas Ruhe. Etwas Stille. Okay, mach es. Wir sind hier fertig. Wegtreten. Gut. Jetzt haben wir einiges wieder erreicht. Jetzt müssen wir aber einmal kurz gucken, wo wir jetzt hin können. Also Eilos müssen wir hin. Wie können wir denn ein bisschen mit dem Rat vielleicht reden? Warte mal, kann ich den Rat nicht hier direkt auch anfragen? Kann man da nicht direkt Rat hier kommunizieren? Nee, kann man nicht. Okay. Müssen wir warten, bis es wahrscheinlich getriggert wird, dass wir da mit denen reden können. Blöd. Können wir hier nochmal kurz reingehen?
Ich habe das Missionsupdate an die Zitadelle übermittelt, Commander. Sie haben uns die Verstärkungen bestätigt. Ach so, okay, Botschafter Udina wartet auf der Zitadelle auf unseren Bericht. Der Rat stellt eine große völkerübergreifende Flotte gegen Saren und die geht zusammen. Gut. Ich wusste, dass sie reagieren würden. Zurück zur Zitadelle, Joker. Ich will, dass die Normandy diese Flotte anführt. Jawohl, Sir. Oh, was für ein cooler Abgang. Oh. Gute Arbeit, Shepard. Dank Ihnen geht der Rat endlich wirklich gegen Saren vor. Der Botschafter hat recht. Wenn Saren dumm genug ist, die Zitadelle anzugreifen, wie Sie meinen, werden wir dort auf ihn warten. Wir stationieren Patrouillen bei jedem Massenportal, das die Zitadelle mit den Terminus-Systemen verbindet. Und was ist Eilos? Wie viele Schiffe senden Sie aus, um Eilos anzugreifen? Eilos ist nur vom Mu-Portal aus zu erreichen. Tief in den Terminus-Systemen, Commander. Wenn wir eine Flotte reinschicken, wird es auf Krieg hinauslaufen. Commander, wir müssen Diskretion bewahren. Sarens größte Waffe war Geheimhaltung. Entdeckt ist er keine Gefahr mehr. Es ist vorbei. Es ist nicht vorbei. Wenn Saren die Röhre findet, sind wir alle erledigt. Wir müssen nach Eilos. Botschafter Udina, ich habe das Gefühl, Commander Shepard will noch nicht aufgeben. Das hier hat ernste politische Auswirkungen, Shepard. Die Menschheit hat durch sie viel gewonnen. Aber jetzt werden sie langsam zu einem Problem. Sie Mistkerl! Sie wollen uns verraten! Reine Taktik, Commander. Sie haben Ihre Arbeit gemacht, jetzt lassen Sie mich meine tun. Wir haben alle Primärsysteme der Normandy ausgeschaltet. Sie bleiben bis auf Weiteres am Boden. Das ist ein Fehler. Sind Sie verrückt? Nach allem, was ich getan habe, glauben Sie mir immer noch nicht? Ich glaube, es wird Zeit, dass Sie und Ihr Team hier verschwinden, Commander. Das geht Sie nichts mehr an. Der Rat wird sich darum kümmern. Mit meiner Hilfe, selbstverständlich. Mein Gott, der gehört dazu. Ist ein Verräter, der Typ. Glaube ich. Aber der Rat, naja. Ich hasse es, Recht zu behalten. Ich dachte, Sie würden zuhören. Sie würden es verstehen. Du bist ein Optimist, Skipper. In Zeiten wie solchen bin ich froh, keiner zu sein. Der Rat ist daran gewöhnt, immer das größte Kind auf dem Spielplatz zu sein. Sie wollen nicht glauben, dass sie irgendwann von ihrem Vater abgeholt werden. Und gefressen werden, schätze ich. Und wenn ich bis zu Präsident Huerta gehen muss, ich sehe nicht zu, wie die Reaper anfangen, Leute umzubringen. Was immer du vorhast, du kannst dich auf mich verlassen. Ich weiß, dass es verdammt schwer ist, mich besser kennenzulernen. Daher werde ich dir zur Abwechslung einen Gefallen tun. Oh. Ich möchte, dass du glücklich bist. Was immer du brauchst, ich werde dir helfen. Mir fällt da schon was ein. Jetzt habe ich's gesagt. Und schon ist mein weiblicher Mystizismus dahin. Es war nicht gerade leicht, dich zu durchschauen. Aber ich glaube, es ist mir gelungen. Ich möchte auch, dass du glücklich bist. Das solltest du auch. Ach, Quatsch. Tut mir leid, wenn ich störe, Commander. Ich habe eine Nachricht von Captain Anderson für Sie. Was will er denn? Er sagte nur, dass er Sie in diesem Club in den Zivilbezirken treffen will. Im Flux. Klingt wichtig. Sie sollten wohl lieber hingehen. Okay, wen nehmen wir mit? Ich nehme Ashley mit. Oder? Und wir nehmen jetzt mal Lia mit. Ich muss dann nur kurz die Ausrüstung kontrollieren, denn sie ist, glaube ich, nicht mehr ganz so auf dem neuesten Stand. Tauschen wir, zack. Tauschen wir, machen ein Upgrade drauf. So. Positionsgewehr, habe ich da nicht kein besseres langsam mal? Echt nicht, ne? Nee, gut. Granaten, da können wir auf jeden Fall ein Upgrade drauf machen. Sprengsatz.
Kann ich leider nicht benutzen. Macht nicht so viel Sinn. Gut, nächster. Ich glaube, bei ihr müssen wir auch nicht viel ändern jetzt gerade. Gibt es keine bessere Waffe für sie? Doch, die hier vielleicht. Okay, Präzisionsgewehr hat sie eins? Hat sie. Weiß ich nicht. Gut, bei ihr müssen wir mal ganz kurz überhaupt gucken. Sie hat ja wirklich nur Schrott eigentlich. Also wir haben hier aber auch keine bessere Rüstung. Aber von der Waffe können wir noch ein bisschen was reißen hier. Da nicht viel, aber ein bisschen. Okay. Werkzeug. Bleib dabei. Ein Bio-Verstärker. Gut. Und dann gehen wir nochmal auf die Squad allgemein. Da haben wir ein paar Punkte. Machen wir hier die Fitness ein bisschen höher. Erste Hilfe machen wir kurz ein bisschen mehr. Einschüchtern auch. Spectra-Training sollte man vielleicht mal machen. Warte mal kurz. So, hier ist. So. Ach, guck mal, das ist ja geil. Weil unsere Mitglieder wirklich mal sterben sollten. Aber das ist auch nicht schlecht. Und da nochmal. So. Sie könnte auch noch ein bisschen was vertragen. Dann kriegt sie von mir Sturmangrifftraining. Fitness. Dann können wir richtig loslegen. Werfen. Also einmal ganz hoch. So. Passt. Passt, speichern wir gerade noch nicht. Wird Außenatmosphäre angeglichen. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat... Wir speichern kurz mal. Nicht, dass wir gleich schon drauf gehen. So, wir müssen jetzt in die Flux rein. Hier links, ja. Nach Jahren schlechter wirtschaftlicher Ergebnisse hat Exogeny verkündet, dass die Forschungskolonie auf Pheros nun endlich Gewinn macht. Hä? Neue Entdeckungen sowie entschlossene Kolonisierungsbemühungen haben sich für Exogeny endlich ausgezahlt. Die sind noch verschwunden. Nach der Ankündigung stiegen die Aktien von Exogeny und die Investoren zeigten sich erfreut über die guten Neuigkeiten. Das ist ja bescheuert. Die sind doch von Pheros verschwunden, nachdem wir da waren. Naja. So. Commander Shepard? Kalisa Benzinan Al-Jilani, Westerland News. Würden Sie unseren Zuschauern ein paar Fragen beantworten? Okay. Was möchten Sie wissen? Sie haben die einmalige Gelegenheit erhalten, unsere Rasse zu repräsentieren. Die Leute würden gern wissen, wie Sie das machen. Die Menschen versuchen seit 26 Jahren, sich den Respekt der galaktischen Gemeinschaft zu verschaffen. Wie fühlen Sie sich vor diesem Hintergrund, der erste menschliche Spectre zu sein? Geehrt. Die Spectres repräsentieren das Beste jeder Spezies dieser Galaxis. Gefragt zu werden, ob man dazugehören möchte, ist eine Ehre. Einige Stimmen behaupten, dass die Zitadelle die Menschen mit ihrer Ernennung nur beschwichtigen wollte. Hat es Situationen gegeben, wo die Zitadelle von ihnen verlangte, ihre Bedürfnisse über die der Erde zu stellen? Sie stellen mich nicht in Frage, Sie wissen es besser. Hat es Situationen gegeben, wo die Zitadelle von ihnen verlangt, ihre Bedürfnisse über die der Erde? Die Spectre-Charta erlaubt es mir, Missionen nach meinem Gutdünken durchzuführen. Das ist keine Antwort, Commander. Für Ihre Missionen haben Sie das Kommando über ein modernes Menschenschlachtschiff erhalten. Möchten Sie dazu etwas sagen? Die Turianer helfen beim Bau.
Eigentlich wurde die Normandy von menschlichen und turianischen Ingenieuren gemeinschaftlich entwickelt. Ihr Design vereint viele Innovationen, die aber leider alle streng geheim sind. Also haben die Turianer Kenntnisse über die Normandy, die vor der Allianz Öffentlichkeit geheim gehalten werden. Halten Sie es für angebracht, dass das modernste Schiff der Erde der Zitadelle übergeben wurde? Die Crew gehört zur Allianz. Das. Mir war nicht klar, dass sie jemandem übergeben wurde. Ich habe das Kommando und das letzte Mal, als ich nachgesehen habe, war ich ein Mensch. Das gleiche gilt für meine Crew. Ein Mensch, richtig. Aber jetzt arbeiten Sie für die Zitadelle, Commander. Wo wir gerade von Ihrem neuen Job reden. Nämlich reinreiten, Gute. Hat der Rat Ihnen befohlen, das menschliche Forschungsanliegen auf Noveria zu sabotieren? Der Rat hatte nichts damit zu tun. Es gab einen Unfall in den Binhex-Laboren. Um die vertraulichen Informationen der Firma zu wahren, kann ich leider nicht mehr dazu sagen. Das ist eine überraschende Enthüllung, Commander. Uns gegenüber hat Binhex bisher immer nur gemauert. Angesichts Ihrer Erfahrungen, würden Sie sagen, dass die Menschheit jemals den Respekt von der galaktischen Gemeinschaft erhalten wird, den sie verdient? Ich sag aber, das liegt nicht an mir, das zu sagen. Ein Officer im Dienst ist angehalten, politische Dinge nicht öffentlich zu kommentieren. Eine letzte Frage, Commander. Gerüchten in der Heimat zufolge sind Sie einem abtrünnigen Spectre namens Saren auf der Spur. Können Sie dazu einen Kommentar abgeben? Was machen wir da? Ich sag jetzt einfach, er steckt hinter Eden Prime. Saren war schuld am Angriff auf unsere Eden Prime-Kolonie. Sobald seine Verwicklung darin dem Rat bewiesen werden konnte, bekam ich den Befehl, ihn zu ergreifen. Das überrascht mich, Commander. Offiziellen Aussagen zufolge wurde Eden Prime von abtrünnigen Synthetischen angegriffen. Viel Glück bei Ihrer Mission. Vielen Dank für Ihre Zeit, Commander Shepard. Ja, so bin ich. Das war die Bild-Zeitung gerade. Würde ich mal behaupten. So. Wir müssen jetzt zu dieser Influx-Dings da hinten. Gucken wir mal, wo wir hin können. Bezirke. Da, Flux. Da machen wir schnell hin. Das ist so, ne? Die können solche, wie nennt sich das? Solche Zeitungsfritzen, die können natürlich alles extrem, wie nennt sich das? Manipulieren, ne? Muss man einfach sagen. Jeder weiß, dass Fist mit den Kriminellen unter einer Decke steckt. Leicht. Mir sind die Hände gebunden, Rita. Ich würde sie sofort zurücknehmen, aber sie will nicht. Ich weiß. Ich werde versuchen, ihr ein wenig Vernunft beizubringen. Da ist er doch. Seien Sie vorsichtig. Ich bin froh, dass Sie gekommen sind, Shepard. Ich habe gehört, was passiert ist. Sie haben mich von der Mission ausgeschlossen. So wie man sie zwang, die Normandy aufzugeben. Ich weiß, es tut mir leid. Ich wollte sie warnen, aber ich konnte sie vor dem Andocken nicht mehr benachrichtigen. Ich weiß, dass sie jetzt sauer sind, aber sie können nicht aufgeben. Sie denken alle darüber nach, aber wir wissen beide, dass es das nicht ist. Sie müssen nach Aylos. Sie müssen Saren davon abhalten, die Röhre zu benutzen. Ja, aber wie? Es gibt nur ein Schiff, das mich unbemerkt in die Terminus-Systeme bringen kann. Und das ist am Boden. Die Zitadellkontrollen haben alle Systeme der Normandy ausgeschaltet. Aber wenn wir uns über die Befehle des Botschafters hinwegsetzen, können wir die Normandy wieder online bringen. Sie können in den Terminus-Systemen sein, bevor überhaupt jemand bemerkt, dass sie weg sind. Wenn wir die Normandy klauen, bleiben sie zurück. Und wenn Saren die Röhre findet, wird Leben, so wie wir es kennen, nicht mehr existieren. Die Reaper werden uns vernichten. Menschen, Asari, jeden. Sie sind der Einzige, der ihn aufhalten kann, Shepard. Ich werde also alles tun, was in meiner Macht steht, um euch auf die Normandy zu bringen und weg von dieser Station. Was ist bei meiner Crew? Die Normandy zu stehlen ist Meuterei. Was, wenn die Crew mir nicht hilft? Die Normandy ist nun ihr Schiff, Commander. Ihre Crew wird ihnen bis ans Ende der Galaxie folgen. Das wissen wir beide. Das werde ich nicht vergessen, Captain. Ich verspreche es. Ich kann die Normandy von einer der Konsolen im Zitadell-Kontrollzentrum aus aufschließen.
Sie werden ein paar Minuten Zeit haben, bevor irgendjemand was bemerkt. Das ist ein eingegrenztes Gebiet, das von bewaffneten Wachen patrouilliert wird. Wie kommen Sie da rein? Überlassen Sie das mir. Sorgen Sie einfach dafür, dass Sie auf der Normandy sind, wenn die Systeme wieder online sind. Sie werden umkommen. Es muss einen anderen Weg geben. Botschafter Udina hat den Lockdown-Befehl gegeben. Wenn ich in den Computer in seinem Büro komme, kann ich ihn vielleicht außer Kraft setzen. Er wird Sie nicht einfach in sein Büro marschieren und seinen Computer benutzen lassen. Das stimmt. Er wird hoffentlich nicht da sein. Wenn doch, werde ich mir eben was einfallen lassen. Udina wird das nicht auf sich beruhen lassen, Captain. Sie werden des Verrats angeklagt, wegen Kapitalverbrechens. Wir haben nicht viele Möglichkeiten. Entweder ich stehle mich in den Computer des Botschafters oder ich versuche, an den Patrouillen in der Zitadellkontrolle vorbeizukommen. Och, da will ich. Das soll er selber machen. Es ist Ihre Entscheidung, Captain. Ich breche in das Büro des Botschafters ein. Er hat dem Ganzen eine persönliche Note verpasst. Commander, sind Sie soweit, dass wir uns von dieser Station davon machen können? Auf jeden Fall. Kann losgehen. Ich übernehme die Verriegelung. Sie gehen runter zur Normandy und sagen Joker, er soll sich bereithalten. Perfekt. Und schnell zurück. Und tanzen ab da. Gott sei Dank nicht so weit. Verzeihen Sie bitte. Hätten Sie einen kurzen Augenblick Zeit für... Oh nein, habe ich leider nicht. So. Kurz überlegen, wo das war. Na, hier war das auch richtig, ne? Binhex hat sich außergerichtlich mit einer Kroganer-Gruppe geeinigt, die das Genetikunternehmen des Betrugs bezichtigt hat. Die Kroganer hatten Binhex damit... Überspringe ich. Interessiert mich nicht. Hoffen wir mal, dass da jetzt jemand... Rein können wir schon mal. Bereithalten, Landungstrupp. Dekontamination aktiv. Er hackte sich gerade rein. Anderson? Was machen Sie hier? Ich habe nicht nach... Bringen Sie uns hier raus, Joker. Sofort. Yes! Das war's. Schön entkommen. Okay. Ich weiß nicht, ob wir mit ein paar Leuten reden müssen. Gucken wir mal, ob die alle hier drinnen sind vielleicht und auf uns warten. Nee. So, wir müssen noch Eilos. Können wir das vielleicht direkt hier eintragen, Eilos? Mal gucken mal. Neuer Nachrichteneingang. Stelle durch. Commander, die Story von Miss Al-Jelani über Sie wurde gerade veröffentlicht. Sie hätte Sie nicht so überfallen dürfen, aber Sie haben sich gut aus der Affäre gezogen. Wir waren verschiedener Meinung, Sir. Ich hoffe aber, dass sie von meiner Aufrichtigkeit überzeugt ist. Sie haben sich sehr gut verhalten, Commander. Sie hat sich unmöglich benommen. Aber da ist noch eine andere Sache. Die Zitadelle hat versucht, es runterzuspielen, dass Saren außer Kontrolle ist. Keine gute Werbung für die Spectres. Ihn zu erwähnen, war politisch nicht klug. Ich war mir dessen nicht bewusst. Ich werde ihn nicht wieder erwähnen, Sir. Zumindest wäre ich Ihnen dafür dankbar, Commander. Aber ich will Sie nicht länger aufhalten. Fünfte Flotte, Ende. Na, jetzt ein bisschen Schnuppe eigentlich, oder? So, herausholen. Da ist Eilos. Reisen wir mal dahin. So, das Eilos. Da reisen wir runter und zwar direkt beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.